Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar The Suicide oder Suicide, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, auf Rachel Forster. Also der Selbstmord von Rachel Forster. Ja, ich weiß nicht so ganz genau, was mich da erwartet. Ich habe, wo das Spiel im Angebot war, nur mal kurz bei einem Let's Play ein bisschen reingeklickt. Es ist wohl alles aus der Ego-Perspektive und wir spielen sozusagen, wenn man so möchte, Privatdetektiv und möchten überprüfen, ob unsere Freundin, so wie ich das verstanden hat, die Rachel wirklich Selbstmord begangen hat oder ob da vielleicht mehr hinter stecken könnte. Ich bin vermutlich genauso gespannt wie ihr über dieses Spiel, deswegen würde ich sagen, fangen wir erstmal an und beginnen ein neues Spiel. Die Geschichte, von der du nun erfahren wirst, lebt von ihren Details. Danke, dass ich auch den Rest leben durfte. Meine liebe Nicole. Ja, hallo. Achso. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug und gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass die Dinge nicht immer einfach waren. Aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich vor dem Drachen zu verneigen hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigsten Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Okay, kann ich mich bewegen? Okay. Kann die Perspektive nicht ändern. Ich kann die anderen einfach mal so zur Seite kloppen hier. Ein bisschen. Geht mal weg da. Ich will hier durch. Weg da. Genau. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jungen Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was dir in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Hallo, geht's noch? Ich war bei dir. Ich war immer bei dir. Als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du in der ersten Nacht geweint hast, in einem Zimmer, das dir fremd war, und als du Duncan Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in deinem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Zuerst einmal tut es mir leid. Also ich schätze mal, wir sind jetzt auf der Beerdigung von der Mutter. Da, ich will hier durch. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn einen guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt. Benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe, Liebes. Ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für alle Mal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen.
Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Lass uns diese Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünschte, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter. 24. Juni 1991. Helena Nationalpark, Montana, USA. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Ein Winterrekord. Oje, oje. Ich hasse den Schnee. Was sich gereimt hat, aber es war wirklich wahr. Also ist wirklich wahr. From the night we departed 10 years ago. Okay. Timberline. Okay. Das sieht so Helena Mountain. Achso, ich wollte gerade sagen, das sieht so nach so einer Biersorte aus, wie das da drauf gemacht ist. Wir sind also offensichtlich mit dem Auto jetzt hier angekommen und ich schätze mal, dass das wohl das Hotel ist, von dem wir gesprochen haben. Können wir denn irgendwas hier in dem Auto machen? Also da verändert sich auch nichts. Ich kann auch nicht irgendwie... Okay, ich kann mit Space zoomen. Aber ich kann auch nichts mit E oder so machen. Boah, ich schätze mal, das ist dieser Wintersturm, von dem wir gesprochen haben. Eieiei, guck mal, nicht ansehen. Ah, mit Klick kann ich es ansehen. Okay. Ja, das bringt mir jetzt nicht so wirklich viel. Aber zumindest wissen wir schon mal, wie wir die Sachen benutzen können, so wie es aussieht. Ja, da möchte ich jetzt auch nicht drunter hängen. Gerade bei so einem Wintersturm. Boah, es ist laut hier. Alter, muss man immer so übertreiben mit den Soundeffekten? Echt jetzt? Die Tür kann man anscheinend nicht aufmachen. Brauchen wir wohl auch aktuell noch nicht. Also ich schaue mich immer gerne bei solchen Spielen sehr intensiv um. Leere Axthalterung, okay. Ich hoffe jetzt nicht, dass hier irgendein Massenmörder reinkommt oder so. Weil ich weiß, wie gesagt, nicht so genau, worum es geht. Also ich glaube nicht, dass es Horror ist. Das nicht. Aber es ist wohl was... Ja, ich würde gerne was damit machen. Achso, von vorne, okay. Öffnen kann ich den anscheinend auch nicht. Dann ist der ganze Koffer irgendwie witzlos, wenn ich den nicht öffnen kann, okay. Aber ich schätze, ich muss jetzt wirklich diesen
Selbstmord untersuchen. Ist das vielleicht doch ein Horrorspiel? War die Tür nicht eben noch zu? Hilfe, ich gehe wieder. Nein, ich gucke erstmal hier hinten, ob ich da irgendwas finden kann noch. Kann ich... Ja, ich kann mich auch schneller bewegen, okay. Boah, hier kann man ja gar nichts sehen. Das ist ja fast schwarz alles. Okay. Defekte Lampe. Ja, bringt mir jetzt auch nicht viel. Ich denke mal, ich halte mich hier wieder mit irgendwelchen schwachsinnigen Kleinigkeiten auf. Da ist jetzt auch nichts, was uns jetzt irgendwie weiterhilft. Ein Radio. Kann man auch nichts drücken oder so. Gut. Oder eben auch nicht. Was ist denn das hier eigentlich? Eine Lampe? Okay, es ist eine Lampe. Es sah gerade aus wie so ein leuchtender Kopf oder so. So, was haben wir denn hier? Check-in ist rechts, Rezeption ist rechts. Irgendwie ist alles rechts, bis auf Locker Room. Das ist links. Ja, dafür, dass das Ganze auf Deutsch eingestellt ist. Welcome ist aber links. Ach so, wir müssen erst hoch und dann können wir nach rechts. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Am Ende der Treppe im Erdgeschoss, da soll das Büro sein. Okay. Telefon? Hallo, Telefon. Kann ich dich irgendwie öffnen? Moment, halt, stopp. Diskette? Wie Diskette? Hä? Wieso komme ich hier nicht rein? Hallo? Ich möchte die Tür öffnen. Jetzt was entgegengesprungen kommt, ne? Ja, toll. Aber ich denke mal, dass das wohl normal ist. Moment, drücke M, um die Karte zu öffnen. Ah, der Anrufbeantworter. Sollte im Büro vom Museum sein, glaube ich. Ja, aber da hat doch jetzt keiner drauf gesprochen. Ich guck mal eben aus dem Fenster hier. Ja, sieht mir wirklich ein bisschen nach Schneesturm aus. Ach, das ist der Anrufbeantworter? 911 Emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Oh. Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you. But as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Yeah, Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it. I'll bring you a burger you Portland folks can only dream of. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Give me a couple of hours. Don't run off, all right?
Okay, also wir sollen nicht wegrennen und wir sollen wahrscheinlich mit den Dokumenten hier. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Okay, das ist hier im Moment noch ein bisschen sehr unübersichtlich für mich, deswegen muss ich mal schauen, weil hier so viele Dings sind. Den Zigaretten kann ich nichts machen, aber den Kugelschreiber kann ich mal ansehen. Ja, das ist ein hochleistungsfähiger Druckpunkt-Kugelschreiber von 0815. Es ist eine sehr, sehr gute Marke, mit der man schreiben kann. Hier kann man nicht so wirklich an... Ups. Eine Tasse aus der NASA. Wieso aus der NASA? Und wieso ist die leer? Warum ist da kein Kaffee drin? Sauerei. Okay, also die... sind anscheinend doch nicht, das sind anscheinend doch nicht die Unterlagen, die wir uns angucken sollen, weil, ja, ich damit nichts machen kann, so wie es aussieht. Eine Filmrolle, okay. Ich würde die gern benutzen oder mitnehmen oder so. Wieso kann ich die Sachen nur angucken? Ihr seid doch Idioten. Ich möchte wissen, worum es dabei geht. Will die nicht einfach nur angucken. Wahrscheinlich ist das wieder irgend so eine Finte oder so. Was ich ein bisschen blöd finde, ist dieser Sturm, weil das macht das Ganze irgendwie automatisch so ein bisschen gruselig. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob es jetzt doch noch irgendwas Gruseliges wird oder ob das jetzt wirklich mehr so Detektivarbeit ist, worum es jetzt hier eigentlich genau geht. Wie gesagt, ich habe mich nicht so hundertprozentig darüber informiert. Ich habe nur gesagt, es soll... ich habe nur gesagt bekommen, es soll nicht schlecht sein. Aber wohl auch nicht so lange. Also so rum die 10 Stunden Spielezeit. Also das heißt, ich würde dann vielleicht 15 spielen. ja, hier kann man natürlich auch nichts erkennen. Es soll wohl Hinweise geben, nehme ich mal an, weil man hier alles untersuchen kann. Aber ich kann halt nichts benutzen oder ähnliches. Deswegen... Das ist jetzt ein bisschen, naja. Die Tür kann ich auch nicht aufmachen, so wie es aussieht. Hm. Ist auf jeden Fall einer Dad's Office, okay. Jetzt kann ich sie nicht mehr auf die andere Seite einstellen, okay. Also hier hat auf jeden Fall wohl mal einer gearbeitet, also sprich ihr Vater, so wie ich das verstanden habe, der wohl sehr begeistert vom Weltraum gewesen ist. Ja, kann man sich das angucken? The Greatest Hotel. Ich denke mal, dass das Hotel hier damit gemeint ist. Oh, die Grafik. Ich kriege stellenweise echt Kopfschmerzen, weil das irgendwie so, als ob das so 3D ist, wenn ich mich bewege. Das tut so ein bisschen in den Augen weh. Also für Hochleistungs-, hochauflösendes HD ist es ein bisschen komisch. Kann man auch... Ich verstehe nicht, warum man die geschlossenen Türen hier nicht... machen kann. Moms Auszeichnungen. Okay. American Cooking Content. Okay. Hotel und Restaurant. Gut. Ach du Schande. Okay, also es ist wohl schon etwas länger her. Also sprich, das ist kein aktuelles Jahr, wo es gerade spielt. Weil die haben noch diese Floppy Disk, glaube ich, nannten die sich. Von den alten C64er und so. Das sind, die meisten von euch kennen die wahrscheinlich gar nicht. Das sind so schwabbelige Disketten, die man dann reintun musste und wobei man dann immer eine halbe Stunde warten musste, bis erstmal eine von denen gestartet ist. Und wenn man dann ein Spiel hatte, wo dann wirklich 7 dieser Disketten sind, hat man dann endlos lange dran gesessen und musste die laden. Das war, hört sich bescheuert an, aber es war wirklich so. Das ist im Vergleich zu heute echt abartig gewesen. So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hin muss, weil ich schon wieder vergessen habe, was der eben gesagt hat. Eine Klingel. Ding, ding. Schade, dass man hier nichts machen kann. Das verstehe ich irgendwie nicht. Hm. Also ich kann mir, wie gesagt, alles ansehen, aber nichts machen. Das finde ich irgendwie ein bisschen doof. Ich weiß auch jetzt so überhaupt gar nicht wirklich, was ich machen soll. Aber wenn ich hier sowas wie... Quest. Die üblichen Tasten sind nicht belegt.
Achso, doch hier, Checkliste. Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. Ach, in der Master Suite. Okay, und wo ist die? Steht nicht drin. Drücke Q, um die vorherige Etage anzuzeigen. Wieso vorherige? Boiler Room, okay. Museum, es gibt ja sogar ein Museum. Eieiei. Ah, halt, stopp, stopp, stopp. Kann ich eh? Ja, ich kann eh drücken. So, wo sind wir denn hier? Erste Etage. Die Frage ist... Oh, nee, da wollte ich nicht hin. Ich wollte noch raus. Achso, ich wollte gerade sagen, die Frage ist nur, wie komme ich in die erste Etage? Tja, wie kommt man wohl in die erste Etage? Man könnte vielleicht die Treppe hochgehen. Okay. Und steckt dann fest. So. Das wäre jetzt die erste Etage, aber es gibt hier nichts. Okay. Ich behaupte mal, das ist nur ein halbes Stockwerk. First Floor. Ach so, dann gilt quasi die zweite Etage als erste Etage. Okay. Treppen rechts und dann links rum, dann kommt man anscheinend in die Master Suite. Ich hoffe, mir kommt jetzt hier nichts entgegengesprungen, weil sonst kriege ich gleich ein Herzkasper. Master Suite, da steht's doch. Sehr schön. So, Schlüssel. Da liegen keine Schlüssel. Oh, ein Zigarettenpäckchen. Hm, in dem ganzen Chaos. Hier hat er irgendwo Schlüssel versteckt. Ja, toll. Was hat er denn geschrieben? Einfach nur in der Master Suite. Oh, wieso gehe ich immer da ins Menü rein, Mann? Mal hier gucken. Ich meine, hier ist ja irgendwie überall totales Chaos. Okay, also hier finden wir zumindest noch einen Brief. Den lesen wir uns mal eben durch. Oder auch nicht, weil es keine Übersetzung gibt, okay? Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr euch den gerne mal durchlesen. Ich werde es jetzt nicht tun. Da die auch an der Übersetzung hier gespart haben, will ich das jetzt nicht nochmal alles durchlesen. Ich denke mal nicht, dass da irgendwas Wichtiges drinsteht. Steht was zum Testament. Mathematische Physik. Science and Technology. Okay. Irgendwas mit Analyse von Manifold. Keine Ahnung. Der hier wohl nicht so... ja, bekannt war, beziehungsweise den, die wohl nicht so mochten hier, sonst hätten sie ihn ja nicht so angemalt. Noch ein Buch. Schwarze Löcher, Astrophysik. Den mochten sie dann wohl eher. Mich würde ja mal interessieren, ob das echte Bücher sind, die man sich hier angucken kann. Dass das Werbung ist, sozusagen für die Leute, die da drin stehen. Das Verständnis für die Mathematik, okay. Schönes 3D-Zeichnen, wenn auch nicht ganz so... Naja. Nochmal ein Buch. Oh, man kann es gar nicht lesen. Irgendwas mit Power in Astrophysik. Okay. Der Sturm scheint immer noch sehr extrem zu sein da draußen. Astrophysik. Auch alles Astrophysik. Also es ist... Die scheinen hier ja irgendwie gewohnt zu haben, der Vater, nehme ich mal an. Weil hier alles wieder Astrophysik ist und der Vater scheint ja ein großer Fan von Astrophysik zu sein. Aber ich will dir eigentlich nicht die ganzen Bücher angucken, sondern ich möchte den Schlüssel finden. Es kann doch nicht sein, dass der so versteckt ist hier. Polaroid, ja, kann ich angucken, aber nichts mitmachen. Reinigungsmittel. Ja, das ist schön. Oh, das ist ein schönes Zimmer. God, everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Das ist echt cool hier. Da weiß man mal, wie sie gelebt hat früher. Vor allem das Bett sieht cool aus, von den Farben her. Und dann direkt daneben so die Tapete vom Weltall. Das ist richtig, richtig geil.
Oh, in all den Jahren ist sogar noch der Strom angeschaltet. Oh, schlecht gezeichnet hat sie nicht. Ich meine, gut, dazu gehört jetzt nicht viel, wenn man es jetzt zum Beispiel abzeichnet oder so, aber schlecht gezeichnet hat sie nicht. Ich kann jetzt hier auch nicht weiter blättern oder so, ne, schade. Hauptschlüssel. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms, though. Okay, ich klicke unter dem Telefon auf die Schublade und erhalte den Schlüssel, der links neben dem Telefon liegt. Okay. Darauf trinke ich jetzt erstmal einen Tee. Ja, wir haben den Schlüssel. Ich würde eigentlich auch schon fast sagen, dass wir uns erstmal nicht weiter umsehen, sondern dass wir jetzt hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Bis dann. Ciao.